Das ist der Signature Moment. Nein, der Signature Moment in meinem Film ist, wie LeBron sich opfert für seinen Sohn. Ja, der den hatte ich schon vergessen, den Moment. Ja, weil du kalt bist. Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Shots Fire, dem NBA-Debattenformat mit vorgegebenen Rollenverteilungen jede Woche am Donnerstag um 16 Uhr. Heute, anlässlich Michael Jordans Geburtstag, zwei Special-Debatten. Auf Siebers Kanal sprechen wir einmal darüber, ob LeBron James überhaupt noch die Chance hat, den GOAT-Status von Michael Jordan wegzunehmen. Also was muss LeBron noch alles erreichen, um vor Michael Jordan zu ziehen? Und hier auf dem Kanal geht es heute auch anlässlich der Nominierung von LeBron James für die Goldene Himbeere für seine Schauspielkünste darum, wer den besten Film hatte. Space Jam 1 oder Space Jam in Anführungszeichen 2, A New Legacy, eigentlich ein Reboot, kein Sequel. Darüber sprechen wir heute hier. Vorher müssen wir euch aber erstmal unsere wirklichen Standpunkte sagen aus der letzten Debatte. Dort hatten wir debattiert, wer einen möglichen James Harden gegen Ben Simmons Trade gewinnen würde, also für welches Team es am erfolgreichsten wäre. Du warst für James Harden bei den Sixers, ich für Ben Simmons bei den Brooklyn Nets. Was ist deine ehrliche Meinung? Ja, ich habe meine tatsächliche Meinung vertreten. Ich habe gesagt, die Sixers profitieren davon mehr, eben weil Simmons nicht gespielt hat. Und dabei bleibe ich auch. Okay, wie angekündigt, du hattest es sogar in der Debatte schon durchscheinen lassen. Ich bleibe auch bei meiner Meinung. Okay. Ich habe das genauso vertreten, wie ich es denke. Ich glaube schon, dass Harden und Embiid gut fitten. Da habe ich ein bisschen übertrieben natürlich in meiner Rolle. Aber insgesamt glaube ich, dass Simmons sogar besser fittet für Brooklyn. Wie immer könnt ihr einen NBA League Pass Code gewinnen. Einfach mitkommentieren, Instagram-Namen dazu schreiben und dann könnt ihr den League Pass Code gewinnen. Genauso wie der glückliche Gewinner in dieser Woche. Hier seht ihr es einmal eingeblendet. Herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Und jetzt soll es um Space Jam gehen. Space Jam 1, du vertrittst den Michael Jordan Film, ich den LeBron James Film. Mhm. Du hast wie in deiner Debatte auch kein Skript vor dir, was ich einen ziemlich coolen Flex finde. Und ich bin jetzt sehr gespannt, überzeug mich und hau die Nostalgiekeule richtig raus, denn nur darüber kannst du jetzt gewinnen. Ja, ich klaue mir jetzt mal eine Seite aus deinem Buch, aus der anderen Debatte. Mhm. Denn da hast du ja, ohne jetzt zu viel spoilern zu wollen, gesagt, dass LeBron schon allein deshalb keine Chance mehr auf den GOAT hat, weil MJ ja vor ihm da war. Mhm. Er hat ja die Maßstäbe gesetzt und er hat den Basketball so sehr geprägt, dass da einfach für LeBron keine Chance mehr besteht, ihm diesen GOAT-Status abzunehmen. Das übertragen und du weißt, ich habe recht. Übertragen wir aber jetzt gerne mal auf diese Debatte, weil wenn das deine Argumentation ist, müsstest du mir eigentlich zustimmen. Space Jam, der Original Space Jam, der erste Teil, der OG-Film, ja, damals absoluter Hype, noch nie da gewesen. Jeder Basketballfan hat den Film 1000-mal gesehen. Wie will man das toppen? Wie viele Filme kennst du, von denen du sagst, ey, die Fortsetzung, die war schon besser? Wie viele Filme kennst du, ganz ehrlich? Der Pate 2. Kannst du die an einer Hand abzählen oder ist das die Regel, dass die Fortsetzung besser ist? Es ist in der Regel so. Es gibt ja allgemein nicht so viele Fortsetzungen. OG-Film immer die Nummer 1 ist. Und auch in diesem Fall, und ich glaube, da wird mir jeder zustimmen und auch jeder, mit dem ich über diesen Film gesprochen habe. Wir waren bei der Premiere in Berlin. Daran erinnere ich mich nicht. Ich weiß nicht. Sorry, wir standen danach draußen. Jeder, der mit uns dabei war, jeden, den wir da getroffen haben, alle haben gesagt, ja, und warum? Weil wir alles verbitterte Erwachsene komplett die Magie und den Bezug zu solchen Kinderfilmen verloren haben. Ich bin der größte LeBron James Fan und ich habe so sehr gehofft, dass dieser Film einschlagen wird und dass dieser Film den ersten Teil toppt. Das war meine größte Hoffnung, seitdem ich wusste, dass dieser Film produziert wird vor ein paar Jahren. Und ich wurde bitterlich enttäuscht. Also wenn jemand da reingegangen ist mit der Hoffnung, diesem Film etwas Positives abzugewinnen, dann war ich das. Aber ich kam da raus, ich muss sagen, ey, sorry, gegen den ersten Teil hat dieser Film keine Chance. Da kann er noch so schön aussehen, noch so viel CGI haben, noch so viele Cameos haben. No way. Das war einfach nur Space Jam 1 auf LSD mit einer weirden Story, mit zu viel, wir wollen die TikTok-Generation abholen und mit zu viel Warner Brothers und mit zu viel, wir haben hier irgendwie den Faden verloren.
Okay, also erstmal den ersten Punkt, den kann ich dir hier überhaupt nicht geben, als du gesagt hast, Jordan war zuerst da, deswegen ist alles, was er gemacht hat, krasser als das, was LeBron machen kann. Denn wir vergleichen hier zwei Filme. Und wenn ein Film in den 90ern rauskam und der andere in den 2020ern, dann kann ich die ganz normal miteinander vergleichen. Da geht es jetzt nicht groß um den Impact. Okay. Wenn ich mir die beiden Filme angucke, dann habe ich zwei Kinderfilme. Mit dem einen bist du aufgewachsen, mit dem anderen bist du reingegangen und warst über 30. Das ist ein Riesenunterschied. Und alleine deswegen weigere ich mich, diesen Nostalgiepunkt immer anzunehmen. Dieses, ja, der Film ist so toll und wir haben ihn tausendmal gesehen. Wir haben ihn erstmal einfach immer irgendwo auf RTL und Super RTL gesehen. Das war das Einzige, was du damals mit Basketball überhaupt irgendwie im Fernsehen bekommen hast. Und dann lief da noch der Soundtrack, der natürlich viel besser ist beim Einser, das gebe ich dir. Und damit warst du natürlich abgeholt als Kind. Aber das kannst du doch nicht vergleichen mit heute, wo wir jeden Tag überall Basketball sehen, wann wir wollen. Zu den Filmen an sich. Die schauspielerische Leistung, auch wenn LeBron jetzt für die Razzie nominiert wurde, LeBron ist der deutlich bessere Schauspieler als Michael Jordan. Uff. Ja, ey, und genau da spricht wieder die Nostalgie. Michael Jordan suckt in Space Jam 1. Der Typ kann nicht acten for shit. LeBron James hat es schon in Trainwreck bewiesen, dass er acten kann. Da hat er es gut gemacht, aber er war in Space Jam deutlich schlechter. Aber wie schwer war diese Rolle? Der stand ja die ganze Zeit nur in diesem Greenscreen. Michael Jordan. Ja, Michael Jordan war wirklich in der war wirklich im 2D ja, bei den Looney Tunes. Nein, aber Michael Jordan wurde durch diesen Film getragen von Bill Murray, der sich selber gespielt hat. Der eine Nebenrolle hatte, ja. Der eine sehr große Rolle hatte und vor allem der Typ, der ihm literally nicht von der Seite weicht, was gleich am Anfang des Films passiert, Wayne Knight, a.k.a. Stan Bodolek. Ja, wir erinnern uns alle, sein Assistent. Der die ganze Zeit bei ihm ist und die tragen das schauspielerisch. MJ okay. macht gar nichts. Okay. LeBron muss viel mehr und viel anspruchsvoller acten. Der hat viel höhere Emotionen, die er zeigen muss, weil er Gefahr läuft, seinen Sohn zu verlieren. Michael Jordans Sohn, in Anführungszeichen, sehen wir für eine Minute, wenn er so macht, also in die Kamera. Ich habe keinerlei Emotionen bei LeBron James gesehen in diesem Film. Muss ich schon mal dazu sagen. Und das ist vielleicht die deutsche Synchro. Ich stelle dir eine Frage. Kick. Wer ist der größte Star neben Michael Jordan in Space Jam 1? Abgesehen von den Looney Tunes. Bill Murray, okay. Ja. Wer ist der größte Star in A New Legacy, abseits von LeBron James? Dom. Nee, Spaß. Don Cheadle. So. Also LG Rhythm. Genau. Mhm. Wen sieht man häufiger? Wer hat mehr Screentime, wer hat mehr Text? Bill Murray oder LG Rhythm? Wenn du jetzt auf den Star gehst, würde ich sagen, klar, LG Rhythm. Mhm. Aber wenn du auf den Co-Star für den Film gehst, Stan Bodolek ist mehr im Film oder genauso viel im Film wie LG Rhythm. Das weiß ich nicht. Natürlich. Das weiß ich nicht. Natürlich, aber das ist die ganze Zeit da. Zu sagen, dass MJ gecarried wurde und LeBron nicht, I don't know. Es wird seinen Grund gehabt haben, dass LG Rhythm eine so prominente Rolle hat. LeBron hat gar keine Szenen mit ihm. Ja, LeBron aber er hat einfach brutal viel Screentime. Ja, er hat brutal viel Acting zu tun. Und LeBron James musste auch hier gecarried werden. Genauso wie LeBron James von den Machern des Films gecarried wurde, indem gesagt wurde, ey, wir machen jetzt erstmal 20 Minuten 2D. Wir zeichnen dir einen Cartoon und du musst überhaupt nichts machen, außer ein bisschen Synchro. Ja, weil LeBron da wird LeBron James, Actor ist. Da wird LeBron James einfach richtig hart gecarried, als seine Cartoon-Version einfach durchs komplette Universum gereist ist und die ganzen Spieler eingesammelt hat. Das haben wir ja noch gar nicht erwähnt. Okay, was ist die Prämisse von Space Jam 1? Dass die Aliens Michael Jordan entführen wollen, um auf Moron Mountain als Attraktion zu dienen. Umgekehrt. Genau. Nein, sie wollen die Looney Tunes entführen als Attraktion. Später ist Michael Jordan, er wird noch als Einsatz hinzugeholt. Der soll dann eben auch auf Moron Mountain die Kinder begeistern. Aber ursprünglich sollen die Looney Tunes auf Moron Mountain eben ihre Faxen machen, um dort für Entertainment zu sorgen. Und die Looney Tunes sagen, wir spielen Basketball drum. Punkt. Genau, okay. Und was ist die Motivation von Jordan, den Looney Tunes zu helfen? Am Anfang. Sie überreden ihn. Sie fragen ihn einfach. Ja. So, das heißt, die Stakes sind relativ gering. Weil wenn Michael Jordan verliert, dann sind in irgendeiner Fantasiewelt, wo er eh die meiste Zeit denkt, er hat gerade einen Fiebertraum, werden dann halt versklavt. Das hat doch nichts mit ihm zu tun. Bei LeBron James fängt es damit an, dass sein Sohn entführt wird. Er versucht, seinen Sohn wiederzubekommen und wird dann von LG Rhythm zu einem Basketballspieler rausgefordert, wo er sich dann ein Team zusammensuchen muss, mit dem er gewinnen kann. Die Emotionen sind doch viel höher. Die Motivation für LeBron James ist viel höher. Alleine dadurch ist
ist es ein besserer Film, weil du viel mehr mit dem Main Character mitleidest. Bei Michael Jordan denkst du dir die ganze Zeit, was will er denn mit Bugs Bunny? Und dann der einzige Grund, warum es überhaupt dann doch krasser wird für ihn und die Motivation steigt, ist, weil er eine Wette abschließt mit dem Bösewicht. Ein Bösewicht, der gecastet ist, beziehungsweise so dargestellt wird wie Jerry Krause, sein eigener General Manager, um den noch eine mitzugeben. Also. Dieser Film hat so viele Flaws und die Motivation von Michael Jordan ist überhaupt nicht ausreichend erklärt. Die von LeBron ist von Anfang an da. Und wir sprechen darüber, wer hat den besseren Film. Der bessere Film mit der besseren Charaktermotivation ist Space Jam A New Legacy. Also, erstmal hätte LeBron James das alles vermeiden können, wenn er in seiner Rolle ein besserer Vater gewesen wäre, weil der Junge wird nicht entführt, er schließt sich ja quasi LG Rhythm an, weil er da ja sein Computerspiel programmieren kann und die beiden arbeiten ja quasi sogar zusammen. Also der Junge geht ja fast freiwillig mit. Ja, LeBron. Das ist wie bei Peter Pan. Sorry, Hook. Dann hättest du... Da geht der Sohn auch freiwillig mit. Ja, genau. Gut, dass du sagst. Kompletter Abklatsch. Kompletter Abklatsch. Oh nein, Abklatsch. Sorry. Es hat nur noch sorry, gefehlt, dass die Storyline nur noch wurde. Gefehlt, dass Don Cheadle auch mit Dom Baseball spielt. Das hat nur noch gefehlt. Aber das kann ich dir einfach nicht geben. Das kannst du mir nicht geben. Die Motivation ist doch viel höher bei LeBron. Es steht viel mehr auf dem Spiel für LeBron. Richtig? Man fiebert viel mehr mit ihm, weil also, man will, dass er seinen Sohn wiederbekommt. Bei Jordan ist es die so, Aliens, ja, okay, dann gewinnt er halt, Aliens, verliert er halt. Die Aliens klauen den NBA-Spielern das Talent. Ja. Ja. Die NBA denkt, hier grassiert irgendwie eine verrückte Krankheit, ein gestörtes Virus, das die Spieler verrückt macht. Es gibt einen Shutdown, die Spieler weigern sich zu spielen. Später bietet MJ sich selbst noch an als Einsatz. Also es steht schon was auf dem Spiel. Es steht... Ach, das ist so weit weg und so abstrakt. Kein Mensch denkt, dass die NBA vor die Hunde geht. Du sagst, geht das ist Film. Abstrakt? Ich meine als Zuschauer. Kein Kind sitzt da davor und denkt sich, oh fuck, hoffentlich gewinnt MJ nicht, dass die NBA-Spieler ihr Talent nie wiederbekommen. Ja. Keiner ist bei den NBA-Spielern aber bei deinem Film sitzen die Kinder davor und können voll nachvollziehen, wie jeder Mensch auf der Erde in dieses Spiel reingesaugt wird durch diesen Kack-Algorithmus, weil sie irgendeine Scheiße auf ihrem Handy geöffnet haben. Weil Don Cheadle Twitter gehackt hat und damit Leute in so eine Fantasiewelt saugen kann. Da sitzt der Vierjährige und sagt... Ja, das könnte morgen tatsächlich passieren. Der Vierjährige, der den ganzen Tag am Handy von seiner Mutter Paw Patrol guckt, der weiß das. Der hängt den ganzen Tag am Handy. Der hat auch schon mal aus Versehen auf einen Twitter-Link geklickt und es bereut. Ich will nicht nur deinen Film trashen, ich will auch was über meinen Film noch sagen. Soundtrack hast du mir schon vorweggenommen. Soundtrack können wir komplett streichen. Also ist wirklich ein absoluter Blowout, ist ein klar. Sweep. Was ist denn mit den Cameos der NBA-Spieler? Mhm. Für mich eine der größten Enttäuschungen in A New Legacy. Die finden überhaupt nicht statt. Man hat wirklich gemerkt, ey komm, wir haben so einen Drehtag noch offen, weil das restliche Budget ist für CGI draufgegangen. Wir müssen noch den White Walker animieren, das kostet noch ein bisschen Geld. Lass uns mal Dame und AD und Diana Taurasi, lass uns die mal alle für einen halben Drehtag in die Halle holen und dann müssen wir irgendwie diese Cameo schnell da unterkriegen und das war's. So, dann sind die da bei diesem Charity-Game und dann zeigt Dom ihnen ihr Computerspiel und das war's. Das war's. Das ist der Auftritt von Damian Lillard, von Klay Thompson, von Anthony Davis, worauf man sich als Basketball-Fan so gefreut hat, als man damals gelesen hat, die sind dabei, das war's. Und auf der anderen Seite sehen wir Charles Barkley, sehen wir Patrick Ewing, Sean Bradley, Maxi Bogues, wie sie auch irgendwie ihre eigene Geschichte haben, wie sie versuchen herauszufinden, was mit ihnen los ist, wie sie im Krankenhaus sind, wie Charles Barkley auf den Freiplatz geht. Du bist nicht Charles Barkley, nur irgendein Angeber, der ihm ähnlich sieht. Wir haben die Jungs wirklich dabei. Wie cool wäre eine Backstory mit Klay Thompson gewesen, mit Anthony Davis, wie cool wäre das gewesen? Wir haben nichts davon. Wir haben nichts davon, dann haben wir nur diese weirden Superhero-Charaktere, die überhaupt keinen Sinn ergeben. Damian Lillard mit seinen 90 Superkräften und Splash Brother hier und Anthony Davis. Sorry, das hat doch nichts mehr mit Basketball zu tun. Das wäre auch mein nächster Punkt. Ich will jetzt nicht ausrasten hier. Aber das ist ja auch kein Basketballspiel mehr. Das ist ja einfach nur noch... Das ist Domball. Ja, das ist Domball. Sorry, ey. Domball. Ja, wirklich. Also, okay. da merkst du doch schon, Domball, da merkst du doch schon, dass das nichts ist. Ich habe ja gesagt, die Nostalgiekeule wird kommen und ich finde es echt beeindruckend, wie du Space Jam 1 von 96 beschreibst, als wäre es ein Character-Drama à la Philadelphia. So, das habe ich nicht gesagt. Aber du hast es so beschrieben, ja, Charles Barkley geht da durch seinen Struggle und du fieberst mit Sean Bradley. Ich will die NBA-Spieler sehen in Aktion. Ja, okay. Bei Charles Barkley, wenn du diese Szenen schon aufrufst, ja, ich hätte mir auch mehr NBA
NBA-Acting, mehr NBA-Spieler-Acting gewünscht. Dann gucke ich mir Space Jam 1 an und gucke mir vor allem die Originalaufnahmen an, nicht die deutsche Synchro, die so viel rettet bei der schauspielerischen Leistung. Guck dir mal Charles Barkley an beim Therapeuten. Guck dir mal Charles Barkley an auf dem Freiplatz gegen die Kleine. Das ist erbärmlich, ja, was gut, er da aber abliefert. Das ist nun mal, liegt in der Natur der Sache. Anthony Davis ist wahrscheinlich auch kein Oscar-würdiger Schauspieler. Doch, ich glaube schon. Das gab ja nur einen Drehtag. Dein Film hat auch eine Menge Trash dabei. Mich wundert es eigentlich, dass du noch nicht mit dem ganzen Thema gekommen bist. Oder du hast es vielleicht am Anfang gesagt, zu viele andere Charaktere, zu viele Cameos. Was ist denn mit Space Jam? Space Jam ist so eine Persiflage von sich selbst. Das ganze Ding baut erstmal auf einem Commercial, ja, auf einem McDonald's Commercial. Und genau das Gleiche haben wir auch im Film. Als Michael Jordan im Hotelzimmer sitzt und sich das ach so schlimme NBA-Drama anguckt, wo wir alle mit Herz und Blut dabei sitzen, da kommt Stan Bodolek rein und sagt den folgenden Satz. Ich habe ihn hier nur auf Englisch, aber ihr werdet ihn erkennen, wenn ihr den Film im Ohr habt. Get your Hanes on, lace up your Nikes, grab your Wheaties and Gatorade and we'll pick up a Big Mac on the way to the ballpark. Das sind 5-6 Placements in 2 Sekunden Satz. Das ganze Ding wurde nur gebaut, um noch mehr Happy Meals zu verkaufen. Wow. Ist es nicht so? Okay, und was hat Warner gemacht im Legacy-Film? Das war doch wirklich... Die haben einfach nur gezeigt, wen sie haben. Das war doch eine schöne Nostalgie für uns alle. Das war wirklich einfach nur 2 Stunden. Guck mal, wie geil wir sind und guck mal, welche Lizenzen wir alles haben. Guck mal, das sind all unsere Lizenzen. Ja. Das war wie hättest du nicht gerne erfahren, dass LeBron James sich als ein Hufflepuff sieht? War das nicht entscheidend? Nein. Ich wollte ein Basketballspiel sehen. Ich wollte eine nachvollziehbare Story sehen und ich wollte kein CGI-Massaker sehen, das einfach nichts mehr mit der Grundidee... Weißt du, dann nenn es anders. Dann nenn es Dumbball, aber benutz nicht den Namen Space Jam in New Legacy. Weil der Name hat ja irgendwie auch eine Bedeutung. So, du hast ja dich bewusst an diesem Namen, an diesem Franchise bedient. Dann mach doch deinen eigenen Film, wenn du nicht damit verglichen werden willst. Dann mach doch deinen Dumbball-Quidditch-Weltmeisterschaft im Warner Brothers-Universum, wo auch immer. Und lass diese Franchise in Ruhe. Es geht doch nach wie vor darum, was war der bessere Film. Genau. Ja, Teil 1. Dazu zählt auch der technische Aspekt. In Space Jam 1 haben wir was bekommen, was wir davor schon gesehen hatten im Filmuniversum, nämlich 2D wird gemixt mit einem Real-Life-Schauspieler. Okay, das gab es davor schon, unter anderem bei Who Framed Roger Rabbit. Bei Space Jam 2 haben wir die 2020er State-of-the-Art-Animation, egal ob 2D, egal ob 3D. Du hast Clay Thompson, der sich von einem Splash Brother verwandelt, weil er on fire ist. Das sieht alles so echt aus, das sieht so detailgetreu aus. Die Animationen, das Acting von Don Cheadle, das Acting von LeBron James, die ganze Story drumherum, das macht Space Jam A New Legacy zu einem besseren Film. Space Jam 1 ist ein süßer kleiner Kinderfilm, aufbauend auf einer Idee, die wir schon kannten oder vom Style, den wir schon kannten, aufbauend auf einer McDonald's-Commercial. Das ist Space Jam 1. Space Jam 2 hat das genommen und das Ganze, wie du selber sagst, auf Steroide gepackt, aber dadurch ist es auch ein geilerer Film. Besserer Charaktermotivation und insgesamt mehr Technik. Oder der besseren, ausgefeilteren Technik, dem besseren Directing. Also wenn du jetzt noch so 3 Minuten weiterredest, dann verliert Maverick Carter seinen Job. Dann ruft LeBron hier an und sagt, ey, get me this guy. Dann bist du der neue PR-Typ für LeBron. Oder Rich Paul ruft an, du machst das Ganze für Klatsch. Also, ich glaube, nicht mal LeBron James selbst würde diesen Film so in den Himmel loben, wie du es gerade getan hast. Pass auf. Also, hart. Harter Stoff. Ja, es ist einfach hart, wenn ich recht habe. Weil es ist ja so. Es ist ja wirklich so, dass der Film im Ganzen, im Gesamtpaket einfach ein besserer Film ist. Weißt du, was mich an Space Jam 1 mehr stört als alles andere? Was denn? Der Film geht los. Dass die Flintstones nicht dabei sind. Der Film geht los und ich würde sagen, in den ersten 10 Minuten hat mich das jedes Mal aus dem Film geholt und ich habe gesagt, nee, kann ich nicht ernst nehmen. Das Haus, in dem Michael Jordan lebt. Das Haus, in dem Michael Jordan lebt, als größter NBA-Superstar, sieht aus wie das Haus von jemand, der in der Sparkasse aufgestiegen ist. Der wohnt in einer ganz normalen Neighborhood, wo jeder normale Mensch hingehen kann. Das ist so ein Bullshit. Bei LeBron James im Film ist es wenigstens ein Haus, das ihm gerecht wird, das so ähnlich aussieht wie sein Haus. Alleine dadurch bin ich doch mehr in dem Film. Was? Was?
Mein Film ist detailgetreuer, mein Film ist besser vom Style her und mein Film hat die bessere Storyline. Okay. Und wie das alt, Einzige, was dein Film hat, ist Nostalgie und ein Soundtrack. Wie alt warst du, als du Space Jam das erste Mal gesehen hast? Ungefähr? 8? Sowas? Ja. Also dein 8-jähriges Ich hat einen Walkout gemacht damals und hat gesagt, ey, sorry, das Haus ist zu klein oder was? Habe ich direkt gesehen. Hast du einen Walkout gemacht? Habe ich einen Walkout gemacht. War der Film für dich gelaufen? Habe ich ausgemacht, habe gesagt, Mama, lass auf den Spielplatz, sehe ich nicht ein. Ah, sorry. Also wenn wir jetzt schon die Häuser vergleichen, in denen die beiden Stars wurden, dann sind wir wirklich an einem sehr verzweifelten Punkt angekommen. Michael Jordan landet am Ende des Films in einem Alien-Raumschiff auf einem Baseballfeld und die Leute akzeptieren es einfach und LeBron und sagen, James, ja, passiert halt. LeBron James läuft mit Dom zu dieser Messe und niemand beachtet ihn. Niemand beachtet ihn. Ja, ist, sorry. Deswegen wohnt er in L.A. Deswegen ist er nach L.A. gezogen. So ist sein Leben in L.A. Da kommt keiner. So wie die Lakers gerade spielen, wird er wahrscheinlich wirklich nicht beachtet. Aber sorry, das sind halt Plotholes. Und ja, auch das Haus war vielleicht nicht ganz der Realität entsprechend, aber das kann doch nicht ein Argument sein. Das war mein abschließendes Argument nach 20 Minuten. Du hast gesagt, das war der Grund, warum du nach 10 Minuten aus dem Film raus warst. Ich habe dir gesagt, es gibt viele Probleme bei deinem ersten Film, den du so abgöttisch liebst, weil Charles Barkley bei einem Therapeuten sitzt. Ich könnte dir so viele Stellen aufzählen, bei denen ich raus war. Allein, wie der Junge dann bei Warner da in den Serverraum reinläuft, ja. Wie dann auch die ganze Familie irgendwo... Ich weiß gar nicht, wie sie nochmal drauf kommen. Ja, der muss da im Serverraum irgendwo sein. Die ganze Familie spaziert dann einfach bei Warner in diesen Serverraum rein. Ach komm, wir gehen jetzt auch mal in dieses fiktive Universum rein. Also da sind so viele Stellen, wo du dir an den Kopf packst. Aber das ist LeBrons Familie. Kopf packst. Die hat all access. Das ist... Oh nein. Nein. Kann ich dir nicht geben. Komm mir nicht mit diesem Haus, ehrlich. Nee, aber jetzt nochmal ernsthaft. Ich habe dir viele, viele Argumente geliefert, warum Space Jam 2 der bessere Film ist. Warum ist Space Jam 1 besser? Nur weil er früher sehe ich es nicht ein, dass du mir so viele Argumente geliefert hast. Ich habe dir auch schon Argumente geliefert. Wir haben über den Soundtrack gesprochen. Wir haben über die Cameos gesprochen. Der eine Soundtrack. Der eine Soundtrack. Es gibt nur einen Soundtrack, genau. Bei der Space Jam 2 kennt man den Soundtrack nicht mal. Ich habe über die Cameos gesprochen. Ich habe darüber gesprochen, dass es eben auch die OG-Story ist. Und dass... Ja, die, ja und das... Dass der zweite Teil einfach nur, wie du gerade auch schon gesagt hast, die Story auf Steroiden und zu viel CGI ist. Das ist der große Unterschied. Ich finde die Story im ersten viel charmanter, viel nachvollziehbarer für jede Altersklasse. Das ist der Unterschied. Zeig jedem Menschen, egal ob 6 Jahre oder 56 Jahre, den ersten Teil. Jeder wird damit relaten können, jeder wird ihn verstehen. Nicht jeder wird diesen neuen Film verstehen. Zeig einem 56-Jährigen diesen Film. Ich weiß nicht, ob er sagt, ja, ergibt alles Sinn. Kann ich nachvollziehen. Aber ich weiß jetzt auch nicht, ob von Space Jam 2 die Target Audience 56-Jährige sind. Ich sag nur, der erste Teil ist einfach viel mehr relatable. Ich habe nochmal eine andere Frage. Was ist der Signature Moment aus dem zweiten Teil? Was ist der Moment, oh der mein Gott, ist? Darüber haben wir noch gar nicht geredet. Was ist der Signature Moment? Es ist, wie LeBron sich opfern möchte für seinen Sohn, damit sein Sohn wieder da rauskommt, damit die Looney Tunes überleben. Er opfert sich, er weiß, dass das Spiel an der Stelle glitscht und dass sein Charakter für immer gelöscht wird, also er stirbt. Und trotzdem sagt er, ey, ich mach das, bevor Bugs Bunny... So wie MJ sich opfern wollte? MJ geht eine Wette ein, weil er ein kompetitiver Freak ist. Der Typ wurde literally 2-3 Jahre davor total durch den Dreck gezogen in den Medien wegen seines Gambling-Problems. Und er dachte sich, lass mal die Stakes erhöhen in meinem Film, also indem ich eine Wette eingehe. Das ist der Signature-Moment. Nein, der Signature-Moment in meinem Film ist, wie LeBron sich opfert für seinen Sohn. Ja, den hatte ich schon vergessen, den Moment. Ja, weil du kalt bist. Weil du nur als Kind damit relaten konntest. Was haben wir denn in Space Jam 1? Wir haben den Mittellinien-Dank. Richtig realistisch. Jetzt kommen wir nicht mit Realismus. Wir haben Michaels Secret Stuff. Heute immer noch das Ding. Ich glaube, Chris Paul schreibt es sich heute noch auf seine Flasche. Er hat das Secret Stuff. Absolut episch, diese Szene. Ja. Episch! Sind die Looney Tunes, Alter? Ja, und in deinem Film sind es doch auch die Looney Tunes. Ja, aber ich spreche nicht davon, dass die Halbzeitansprache episch ist. Das ist einfach ein funny Gag, Michael's Secret Stuff. Das war's. Und der entscheidende Moment ist Michael Jordan, wie er von der Mittellinie dankt. Wo er übrigens mehrere Flagrant Fouls begeht.
Oder darfst du einem Gegner ins Gesicht springen, um dir, damit Lift zu geben? Nein, aber du darfst dich klonen und verwandeln und zu Wasser werden und zu Feuer werden. Das steht in den ursprünglichen Basketballregeln. Ah, nee, es ist ja Domball. Nee, bei Domball ist es wirklich erlaubt. Was nicht erlaubt ist in Space Jam ist, dass Waffen gezogen werden, dass die Monsters geprügelt werden, dass alles Mögliche passiert auf dem Feld, dass Bugs Bunny mit einem Roller rumfährt. Das ist alles Bullshit. In Domball gibt es wenigstens angepasste Regeln für die jetzige Zeit. Ja? Nee. Also, ich sehe schon, du warst raus, als du gesehen hast, die Target Audience ist Audience TikTok. Nein. Doch, da hast du abgeschaltet. Und dann hat es dich auch nicht interessiert, wie heroisch sich LeBron opfert für seinen Sohn. Nochmal, die Story ist einfach viel besser, viel nachvollziehbarer. Wir sind viel öfter in der echten Welt, was für mich... Warum hilft Michael Jordan den Looney Tunes? Ich habe es dir doch vorhin beantwortet. Ja, weil er gefragt wird. So, das ist seine Motivation. Ey, kannst du uns helfen? Ja, okay, mache ich. Okay, so, und das ist die Motivation. Und warum hilft Dom dem Bösewicht? Weil er ein Junge ist, der zum Bösen verleitet wird. Weil er und LeBron Character Development durchmachen müssen. Weil LeBron verstehen muss, dass sein Sohn nicht zu einem Basketballspieler werden muss. So wie LeBron am Anfang in dem emotionalen Moment der Gameboy entrissen wird und gesagt wird, du musst Basketball spielen. Das gleiche will er seinem Sohn einimpfen, aber dann lernt er durch den Film, hey, mein Sohn kann auch einfach Videospiele programmieren. Und damit fast die Menschheit vernichten. Ja, super. Herzlichen Glückwunsch. Nee, das ist einfach eine Lernkurve, die da passiert. Ich ist die Lernkurve bei MJ? Die Lernkurve bei MJ ist, dass du nur mit Doping gewinnen kannst. Was passiert denn mit Bugs Bunny, nachdem er das Secret Stuff getrunken hat? Das Secret Stuff ist Kopfsache. Achso. Das ist ja nur Wasser. Und die ganzen, Muskeln, die er dann aufbaut. Das sind die Looney Tunes. Okay, nee, das ist Kopfsache. Das sind die Looney Tunes. Alles klar. Okay. Okay, Leute, dann liegt es jetzt an euch. Wir werden uns mal wieder nicht einig. Was ist der bessere Film? Space Jam A New Legacy oder Space Jam 1, was nicht mal einen Zusatztitel hat? So lame ist der Film. Nee, schaut auf jeden Fall auf Siebes Kanal vorbei, denn dort haben wir die Original Goat-Debatte so ein bisschen aufgemacht. Wir werden sie auf jeden Fall nochmal führen, wenn das Karriereende von LeBron dann in 19 Jahren eingetroffen ist. Ja. Aber bis dahin haben wir jetzt nochmal so ein bisschen aufgemacht. Checkt das auf jeden Fall ab, ist unten verlinkt. Ich habe noch einen Tipp für die Leute. Mhm. Im Anschluss an die Debatte auf jeden Fall Hangover 3 gucken, weil das ist der beste Film der Reihe. Okay, und guckt bloß nicht Godfather 2, also der Pate 2 kann man total vergessen, überhaupt keine gute Fortsetzung geworden. Das war's jetzt von uns, danke euch fürs Zuschauen, haut rein, peace.